Hallo Leute und willkommen zur letzten Folge der Lazy Lakito Challenge. Das habe ich wohl bei dieser Challenge schon mindestens zweimal gesagt, jetzt also das dritte Mal. Aber jetzt wird es hoffentlich wirklich das letzte Mal. Wir wollen alle Sterne holen, die machbar sind, ohne vom Computer gesteuert zu werden. Mehr oder weniger. Und wir fangen damit an, die Büste zu komplizieren. Hier wollen wir die zwei Sterne holen, die uns noch fehlen. Das sind einmal die 8 roten Münzen, der eigentlich sehr easy sein sollte, der Stern. Nur ein bisschen nervig wegen der Ring Cap und weil die Ring Cap Steuerung nicht so geil ist mit der Kamera. Aber so ein bisschen härter ist, werden wohl die 100 gelben Münzen sein. Ich muss sie aber auch getrennt voneinander sammeln. Weil die 8 roten Münzen außerhalb der Pyramide sind. Und für die 100 gelben Münzen in die Pyramide muss. Ihr kennt das ganze Spiel. Sterben möchte ich jetzt aber nicht. Der Grund, warum ich den Stern auch noch nicht geholt ist, ist einmal, weil ich die 100 gelben Münzen hier generell nicht mag. Aber weil ich auch ein bisschen Bedenken hatte wegen der Kamera in der Pyramide. Weil ich da halt nicht wirklich was machen kann. Aber da habe ich mir auch schon was überlegt. Aber dazu kommen dann erst noch. Nehmen den ich auch sehe. Hier noch eine 8 rote Münze. Du droppst auch noch mal 5. Und jetzt kommen wir zum richtigen Problemkind. Oh, das sind die 8 roten Münzen. Die muss ich jetzt irgendwie so holen. Was nicht so einfach ist. Aber eigentlich vom Podest aus sollte ich eine gute Ausgangsposition dann haben. Na, da fällt mir gerade ein. Hier ist ja auch noch einer. Ich auch mal kurz geschwind. Genau. Ja. Die habe ich. Fuck, ich bin tot. Ah, scheiß drauf, Alter. Bringt es irgendwas, dieses Schild hier anzusprechen? Ich glaube, es wird so sogar tatsächlich einfacher. Und jetzt einfach nur nach hinten zur lila Bombe oder Schild, was da hinten ist. Ach scheiße, ich werde vom Vogel angegriffen. Egal. Oh Mann, das ist jetzt bis jetzt die schlimmste 100 gelben Münzen Herausforderung. Ich hätte es nicht mal machen müssen, so glaube ich. Aber ich habe es jetzt einfach mal jede Münze mitgenommen, die ich kriegen kann. Okay, kurz hier mir die Ring Cap abholen. Und jetzt hier die roten Münzen nach oben zu holen. Okay. Mittlerweile ist auch das Dach der Pyramiden offen. Da will ich dann auch gleich reingehen, aber jetzt noch nicht. Schon, jetzt, einfach hier. Und jetzt. Schon. Bitte. Ja! Okay. Den muss ich jetzt aber erstmal in Ruhe lassen. Ey, es ist. Nein. Das tust du mir nicht an. Okay, dann schaue ich mal in die Pyramide rein. Okay, hier waren am Anfang sehr viele Münzen. Und meine Hoffnung war es jetzt, eine gute Draufsicht zu bekommen von der Pyramide. Um so an die letzten Münzen raus ranzukommen. Ja, wenn meine Berechnung stimmt, sollte ich jetzt auf dem blauen Schalter sein. Jetzt. Okay, mir fehlt eine Münze, aber ich habe sie, glaube ich. Die 8 roten Münzen jetzt auch schon irgendwie zu machen, weil hier wäre echt genug Geld so. Das Problem ist, die 8 roten Münzen hat eigentlich am längsten gedauert, die irgendwie gut hinzubekommen. Und ich muss jetzt nochmal machen. Okay, jetzt habe ich den Stern auch. Ach, hier ist sogar auch noch mal ein Schritt gewesen. Okay. Ich habe mir Sterne viel zu unnötig schwer gemacht. Ich hätte die 8 roten Münzen einfach ignorieren sollen. Okay. Ich habe jetzt wieder die Münzen gesammelt. Hat wieder extrem lange gedauert. Ja, jetzt wollte ich den Stern aber haben. Die ersten beiden Sterne an dieser Folge haben direkt zu lange gedauert. Aber das erwarte ich. Ich habe alle schönen Sterne schon in der Challenge geholt. Jetzt kommen halt wirklich nur noch so Krampfsterne. Der nächste wird nicht einfacher. Als nächstes wollen wir nämlich den Keller zu 100% komplizieren. Und dafür gehen wir in die grüne Giftgrotte. Um dort die 100 gelben Münzen zu machen.
Ja, ich habe hier auch wieder ein bisschen rumgetestet und ein paar Sachen aufgefallen, mehr oder weniger, was man hier auf jeden Fall beachten muss. Nämlich ist es, den Untergrund C als allerletztes zu machen, weil man aus diesem nicht mehr rauskommt, wenn man da unten war. Zumindest nicht so easy. Und dass man in der Giftgrotte, beziehungsweise in dem Giftlabyrinth, gibt es ja den blauen Schalter und der ist wirklich sehr wichtig für diese Mission. Nein, 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 bitte, save dich. Oh, bitte, oh, bitte, nein, 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 nein. Also, wo war ich schon geblieben? Ja, stimmt. Im Nebellabyrinth gibt es einen blauen Schalter. Wie auch für blaue Münzen. Und wichtig, ich habe auch nichts dran, dass man dort mindestens zwei Münzen abbekommt. Ansonsten ist es nicht möglich. Und hier sind auch noch ein paar sehr wichtige Münzen. Wahre Action spielt sich hier ab. Mir ist gerade was aufgefallen. Ich bin auf der falschen Seite. Der Nebellabyrinth. Das lohnt sich jetzt für mich absolut nicht mehr. Fällt mir gerade auf. Aber ich muss nämlich durch den normalen Eingang des Nebellabyrinths. Das heißt, ich kann mir das eigentlich immer sparen und dann einfach nur direkt hier hingehen. Das heißt, die Münzen, die ich gerade geholt habe, kann ich auch später nochmal holen. Okay, wichtig ist es jetzt, zwei Münzen einfach nur zu holen. Das sieht sehr schlecht aus. Eine. Ich glaube, es reicht jetzt nicht mehr. Okay, ich habe zwei Münzen bekommen. Das muss ausreichen. Hier gibt es noch ein paar Münzen für mich. Wichtig auch, eigentlich jede Fledermaus mitnehmen, die ich sehe, weil jede kann irgendwie wichtig sein. Okay. Jetzt habe ich hier 8 roten Münzen. Okay. Als nächstes habe ich noch was anderes vor, nämlich das Auge hier oben zu erledigen. Weil ich leider so eine blaue Münze brauche. Okay, besiegt, auch wenn ich Schaden genommen habe. Die Münze runter. Ist sie vielleicht oben? Okay, ich hab sie. Okay. Und jetzt hier rüber. Und jetzt muss das Auge besiegen, verdammt. Oh mein Gott, ja. Okay, die Münze ist unten. Und jetzt kann ich runter zum Untergrundsee gehen. Genau, dann sind einmal hier ein paar Münzen. Den nächsten muss ich jetzt eigentlich nur noch hochgehen. Es wird noch eine Spinne unten geben, die auch nochmal 3 Münzen geben würde, aber die brauche ich tatsächlich gar nicht. Ganz entspannt, weil die 8 da, die reichen mir tatsächlich sogar aus. Ja, ist ziemlich nerviger Stern, aber wenn man 2 blaue Münzen von der blauen Schalter verlassen schafft und die Augen erledigt, weil die Augen geben natürlich auch nochmal 2 rote blaue Münzen, dann geht's klar. Beim normalen Durchspielen tut man zum Beispiel die Augen nicht erledigen, dann tut man halt die Münzen noch durch den blauen Schalterplatz blauen Schalter holen, aber das war jetzt für uns etwas schwierig. Der nächste Stern wird genauso interessant, nämlich die 100 gelben Münzen in Jolly Watchers Bay. Ja, das ist auf jeden Fall viel besser. Die Kamera davor war echt shit dagegen. Aber jetzt muss ich ein bisschen mit der Kamera rumtricksen, die hier richtig hinzurichten. Ja, es geht schon in die richtige Richtung. Genau. Und so komme ich easy an die blauen Münzen auch ran. Okay, hier war alle. Und jetzt ist ganz hinten noch ein 8er Münzkreis und dann habe ich auch alle Münzen, die ich brauche. Aha. Ja, okay, jetzt.
Leider, ja, sehr viele 100 Münzsteine, die wir hier immer holen müssen, aber nur noch einer und dann haben wir alle 100 Münzgelbsterne, die ich holen möchte. Jetzt haben wir auch so gut wie jede Welt abgeschlossen. Ja, hier können wir noch einen Stern machen. So, dann wir wollen hier Cooper the Quick nochmal besiegen. Genau, den habe ich jetzt davon nie herausgefordert, weil ich mir dachte, dadurch, dass es ein Rennen ist, dass es nicht wirklich möglich ist. Aber ich habe zwei Pläne, wie es vielleicht gehen könnte. Ich will mal schauen, wie die Sicht im Pausemenü ist, wenn im Rennen. Und wenn es dann nicht klappt, über die 100 gelben Münzen, dass ich die während des Rennens einsammle, so mitten im Rennen eine neue Kamera bekomme und das dann irgendwie schaffen kann. Okay, Leute, ich bin zum Schluss gekommen. Ich muss die 100 gelben Münzen holen, aber es ist dann trotzdem nicht einfach. Ja, Mann! Ich fühle mich gerade genauso zerstört, wenn nicht sogar schlimmer zerstört wie nach den Regen in Dire Dire Dogs. Obwohl das mein Ring viel kürzer war, ich glaube, es hat gar nicht mal so lange gedauert. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie lange es gedauert hat. Ich glaube, eine halbe Stunde, über eine halbe Stunde. Aber es war so nervig, dass ich danach einfach absolut zerstört war. Problem war jetzt, das war genauso nervig und ich bin absolut zerstört danach, bloß das hat über 3 Stunden gedauert. Jedes Mal die 100 Münzen neu sammeln, nur um einen Versuch mit diesem Rennen zu haben. Nicht schön, überhaupt nicht schön. Als nächstes Stern schauen wir mal in dieser Sub-Area nach, weil die mir im Pause-Menü auch eigentlich möglich sein sollte. Was, wenn ich jetzt hier hinspringe? Bin ich jetzt hier irgendwo? Okay. Ich bin auf der kleinen Insel. Neue Kamera ist durch Bob-Omb. Okay. Das läuft gut. Das ist echt machbar. Das einzige Nervige ist, wenn man runterfällt, muss man halt Dings machen. Jedes Mal hochlaufen, weil man kommt, dann wird nicht einfach rausgeworfen. Mein Gott, so gut war ich noch nie hier oben gelandet. Ah, ich habe sogar meinen Schatten. Man kommt halt immer mit dem Schlosskram so raus, I guess. Go. Oh mein Gott, das ging sogar verhältnismäßig schnell, aber ich habe den Stern noch nicht, das darf ich auch nicht vergessen. Yes, okay. So, damit haben wir 14 Castle Secret Star. Wir haben Bobbers Battlefield, die zweite Welt, die dritte Welt, die vierte Welt nicht, die fünfte Welt, die sechste Welt, die siebte Welt, die achte Welt, die neunte Welt, die zehnte Welt, die elfte Welt, die 12. nicht, 13. Welt aber und die 14. Welt zu 100%. Und wir wollen jetzt die 15. Welt auch noch dazu zählen. Das ist die Rainbow Rose. Das habe ich einfach nur vor, Alter. Ich check das selber mittlerweile nicht mehr. Aber
mein Plan ist es, hier die einhautgelben Münzen sowie die. Das ist absolut unnötig, was ich hier mache, weil ich muss so oft jetzt resetten gleich. Egal. Ja, so ist es dort. Ich habe vor, die 100 gelben Münzen in der Rainbow Road zu holen und den Stern im Haus. Und vorbei ist, habe ich einen Plan, beziehungsweise vielleicht tue ich sogar die Pläne kombinieren. Indem ich zum Beispiel die 100 gelben Münzen im Haus auslöse, um so eine bessere Sicht dort zu haben und irgendwann an den Stern ranzukommen. Aber was auch noch sehr wichtig ist, was klappen muss dafür, ich muss das hier schaffen. Und das ist tatsächlich nicht so einfach. Und ich habe, um das letzte Mal zu schaffen, extrem lange gebraucht. Und es ist jetzt schon vorbei. Ich muss diesen Wandsprung irgendwie passend hinbekommen und. Oh mein Gott, ich rechne es eine sehr lange Zeit ein hier. Okay, ich habe jetzt einige bekommen. Ach, ich glaube, ich habe eine verpasst. Hat lange gedauert, aber. Ich will nicht verkacken. So, mal kurz die 8 roten Münzen sammeln, beziehungsweise alle außer eine, weil ich die Sternanimation nicht haben möchte. So, hier jetzt noch die Münzen einsammeln. Die habe ich ja ignoriert, weil ich mich ja jedes Mal zuhalten musste so. Oh mein Gott, ganz ruhig. Nakito muss ich auch noch mitnehmen. Ja. Okay, die Münzen noch Action. Ich schau mal, wie möglich ist denn der. Oder wie weit komme ich denn ins Haus oder Schloss auf so normale Wege, wie das Spiel jetzt halt auch vorgesehen hat. Die Münzen nehme ich natürlich noch gerne. Warum fährst du nicht los? Ich muss hier hoch aufs Holz. Okay, ich bin hier. Denn es hat sich immer die Kammer gewechselt im Haus. Wenn es jetzt auch stattfindet, sollte das Ganze ja möglich sein. Wenn nicht, muss mein Plan mit den 100 gelben Münzen funktionieren. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Und jetzt ändert sich die Kamera, das heißt, ich kann jetzt hier easy einen Stern kurz abholen und einfach weiter abdüsen, weil es sollte sich jetzt immer die Kamera ändern. Ey, ey, du fährst jetzt nicht weiter, oder? Oh mein Gott, ja, ja, ja. Ich muss das jetzt natürlich ein bisschen mit der Pause-Taktik machen. Oh, komm schon. Oh boy, oh boy. Okay, der Teppich war einfach kurz weg. Ich musste kurz über mein Leben nachdenken, I guess. Ah, komm schon, Kamera ändert dich. Danke. Aber das kann ich so einfach easy ausweichen und ich bin schon beim Stern. Oder? Ja, und da ändert sich auch nochmal die Kamera, das heißt kein Problem. 150 Sterne, Leute, und das soll es dann auch das Ende sein, weil mehr ist aktuell meiner Meinung nach auch nicht möglich. Wir haben jetzt überall mehr oder weniger die 100% gemacht, außer bei folgenden Sternen, oder Welten besser gesagt. Das ist einmal die Rutsche, dort gibt es einen Stern, wenn man es auf Zeit schafft. Ich habe es ja den normalen Stern geschafft, aber dadurch, indem ich halt nichts gedrückt habe, außer einmal an einer bestimmten Stelle mal kurz nach rechts. Aber dadurch war ich halt extrem langsam, das heißt der Stern fällt absolut weg. Hier kann ich die 100 gelben Münzen leider nicht machen, das habe ich echt oft offscreen echt oft probiert mit verschiedenen Taktiken und die Münze könnte ich noch holen und so. Leider ohne Rutsche auch nicht möglich, beziehungsweise man kann, ich habe es sogar probiert und sogar geschafft, die Rutsche mehr oder weniger von Anfang an ein bisschen zu überspringen. Bin so ungefähr an 5 oder 10 Münzen rangekommen, aber es reicht leider nicht aus. Aber mehr ist halt bei dieser Rutsche auch nicht möglich. Also halten wir fest, 2 Rutschen im Moment. Und ein großes Problem ist dann diese Welt, denn hier gibt es auch noch mal die Eisrutsche mit dem Pinguin. Ich habe die normale Eisrutsche ja auch geschafft, indem ich da vom Anfang an ein bisschen runtergesprungen bin, aber das zählt der Pinguin als Cheating ein. Das heißt, man muss wirklich die ganze Rutsche machen,
so schnell es möglich ist, um den Pinguin halt auch zu überholen und so. Und man darf nicht abkürzen, deswegen ist der Schein auch nicht möglich. Sowie leider auch die 100 gelben Münzen bei Bewerbock. Also ich habe es auch extrem lange nochmal probiert, aber ohne die Rutsche, die normale, weil da auch das Pinguinrennen dann ist, kommt man nicht an genug Münzen ran. Das heißt, die hier fallen auch die 100 gelben Münzen weg. Aber dann fehlt noch ein Stern und den tut man leider nur freischalten, indem man das Pinguinrennen schafft. Das ist der Stern mit dem Schneemannskopf. Man kommt in der Lazy Lakitu Challenge auf 115 Sterne aktuell, die machbar sind. Wenn es natürlich irgendeine Möglichkeit gibt, an die Sterne ranzukommen, indem man irgendwas, weil ich es jetzt übersehen habe, weil man kann wirklich, indem man sehr viel rumtrickst in dieser Challenge, nochmal an eine Menge Sterne kommen. Wie zum Beispiel hier an Red Dry World da, wo mein eigentlicher Plan ja mit den 100 gelben Münzen war. Mit solchen Strategien kommt man halt eben nochmal an sehr viele Sterne ran. Wenn es dazu jetzt noch irgendwelche Möglichkeiten gibt, dann tue ich das wahrscheinlich irgendwann mal nachreichen oder so. Aber ansonsten sind das alle Sterne, die aktuell in der Lazy Lakitu Challenge möglich sind. Ich hoffe, euch hat das ganze Projekt gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.